Hallo Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Asylum und immer noch mit einem sehr, sehr düster, blickenden Batman, ich kann nicht mehr reden. Und, oh, was ist denn hier? Passiert denn hier? Fernseher. Was ist das denn hier? Das ist unheimlich. Aber was ist... Ist das Jokers... Was geht denn hier ab? Ist das Jokers komisches Lachgas? Puh, ich hoffe, der Ingame-Sound ist gerade nicht ein bisschen zu laut, aber... Wer seid ihr denn? Oh, puh. Was hat er denn für einen Status? Aber wahrscheinlich sind die mit dem Venom infiziert, wetten? Joker wollte das doch testen. Oh Gott, ich muss hier raus, das ist mir zu laut. Joker hat doch das Venom genommen, was auch, wo auch mit Bane infiziert war. Wahrscheinlich will er sich da so eine Armee mitzüchten. Oh Gott, der Typ ist so krank. Die Green Mile. Ah, wer kennt den Film? Anspielung auf... Was? Was? Ich interessiere mich wirklich nicht für ein paar Blumen. Bleib, wo du bist. Es fehlt noch, dass du frei herumläufst. Arme Kinder, ich rette euch. Ah, oh, ich hab's doch gewusst. Poison Ivy. Auf die habe ich gewartet. Die ist einer der coolsten Schurken, finde ich. Oh, puh, was hat die... Aber ich dachte, die finden wir eigentlich eher im... Wie heißt dieser Teil nochmal? Nein, warte mal. Ich dachte, wir finden wir eigentlich in den botanischen Gärten Poison Ivy. Dass wir sie jetzt hier in Zuchthaus, klar. Ist auch logisch. Ja, hätte jetzt beides für mich Sinn gemacht. Zuchthaus. Puh. Puh, die ist böse. Die ist giftig. Ahaha, bin ich lustig. Poison Ivy. Mal sehen, ob die freikommt. Ob wir nochmal die irgendwie, ob wir sie irgendwie bekämpfen müssen. So, wo geht's denn jetzt weiter? Ich hoffe, dass diese Typen, die da hinten in den Käfigen waren, nicht freikommen. Kleinen Moment. So, sorry für die klitzekleine über... über was sage ich jetzt? Sage ich Überraschung, Unterbrechung. Wie komme ich auf Überraschung? Bitte, ist da jemand? Hilfe! Ja, klar. Wer bist du denn? Was ist mit dir passiert? Ah, ich hör gerade auf. Oh, wie komme ich denn da rein? Wie komme ich denn an die Trophäe? Das ist ein klitzekleiner Lüftungsschacht, aber da passt er ja auch nicht durch. Ja, ich habe dich schon gehört, Sharp. Ich will nur mal, ich wollte nur gucken, wer das da oben ist. Sieht alles nach einer Falle aus. Das riecht so derbe nach Falle. Wisst du, was ist denn dahinter? Dich kann ich auch noch mal. Kann ich da was gegenspielen? Da, die kann ich sicherlich... Aber... Ich bin's Cash. Ich werde da draußen gebraucht. Ich kann dir helfen. Damit mache ich... Klicke den damit nicht auch, wenn ich die Wand jetzt aufsprenge? Vielleicht... Eigentlich müsste... Der könnte das nicht überleben, wenn ich das Ding jetzt aufsprenge. Nö, es geht gar nicht erst auf. Okay. Sieht alles so krass nach Falle aus. Ja, ich bin auf dem Weg. Ich helfe dir gleich. Wo bist denn du überhaupt? Da oben, bist du das da drin? Ich bin hier oben. Ah, das kann ich aber auch sprengen. Eine Riddler-Trophäe in Ehren kann niemand verwehren. Ah, das ist doch eine Falle. Oh Gott. Bitte, ist da jemand? Ja, sowas überlebt auch nur Batman. Du verdienst meinen Respekt, Detektiv, dunkler Ritter. Wenn du so weitermachst, darfst du mir helfen, meine Socken zu finden. Okay, ich... Ja, ich komm ja schon. Egal, ich mache eine Ausnahme. Uff,
Das fühlt sich so viel besser. Wie ist dein gutes Kind? Ich könnte diesen beiden den ganzen Tag zuschauen. Was für ein Krawall! Und apropos Krawall, hier ist ein bisschen Aufruhr, den ich nur für dich organisiert habe. Oh mein Gott. Er hat die Sicherheitskontrollschaltung unter seiner Kontrolle. Ich habe den Sequenzgenerator, aber ohne die Netzstation in meinem Büro ist er nutzlos. Deine Netzstation wurde zerstört. Gib mir den Sequenzer. Was? Oh, ja, natürlich. Es hat keinen Sinn. Mit dem halben Code kann man nichts machen. Wir sind hier gefangen. Was habe ich denn jetzt? Benutze Ultraschall-Sicherheitssystem. Cool. Kann ich damit jetzt alle Türen öffnen? Cool. Vielleicht... Okay. Es gibt immer einen Ausweg. Was ist denn mit Batmans Auge passiert? Seit wann hat er denn da die Narbe? Wann hat er die denn gekriegt? Wahrscheinlich als die Jokers Schläger ihn zusammengeschlagen. So. Wie mache ich das Ding jetzt? LT. So, wähle ich das Ding aus und RT benutzen. Wie mache ich das jetzt? Nur mal so testen. Was muss ich jetzt L? Warte mal, so mache ich so. Jetzt vibriert mein Controller. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt gemacht habe. Ich habe einfach ein bisschen mit meinen Analogsticks rumgespielt. Schließen Sie das Tor, wenn ich gehe. Cool, dass ich die Dinge jetzt einfach aufmachen kann. Jetzt können wir noch so viel erforschen. Was? Hä? Warst du nicht gerade eben da oben drin? Und warum ist er jetzt... Hä? Bin ich gerade blöd? Was macht er auf einmal da drin? Bring mich hier raus! Bin ich gerade blöd? Du hast den Falschen gerettet. Das ist ein Betrüger. Du weißt, wie viele Freaks hier rumlaufen. Was? Batman, ich bin's, der Anstaltsleiter. Du kennst mich. Was? Was passiert denn jetzt gerade mit ihm? So, warte mal sehen, wo muss ich jetzt überhaupt hin? Hier oben war nichts mehr. Was macht denn... Was? Was macht denn Gordon da jetzt drin? Wahrscheinlich hat Batman wieder irgendwas geschnieft. Wieder irgend so ein Lachgas von Joker, irgendwas von Scarecrow, irgendwas. Ich meine, was fliegt hier eigentlich noch alles durch die Luft? Jetzt kommt noch Poison Ivy mit ihrem Gift irgendwie. Jetzt habe ich Angst. Oh Gott, hier springt gleich mich irgendwas an. Puh, ich habe Angst. Wo sind die alle? Oh Gott. Waren wir... Puh. Das kam jetzt unerwartet. Ich muss mein Batrang wieder ausrüsten. What the fuck? Das war krass. So, jetzt... Oh, das waren nicht... Jetzt bitte nicht. Jetzt sind hier so viele, ne? Oder? Überraschung! Oh, hallo! Weißt du, Batman, ich habe immer ein Knistern zwischen uns gespürt. Echt jetzt? Wow. Nun, jetzt ist es da. Ich weiß, du bist schockiert. Aha. Komm und hol mich. Oh, war der Witz schlecht. Ich fordere dich heraus. Was? Was? Oh, nein. Warte, nein. Oh, was, wo bin ich sicher? Wo kann ich mich hochziehen? Ihr seid Idioten!
wimmelt's vor Waffen. Oh, puh, das war knapp, da hab ich... Puh, ich habe nur noch ganz wenig Leben. Was legt denn der da hinten für einen Knopf um? Lass das, irgendwelche Knöpfe legt... Hier liegt keiner irgendwelche Knöpfe um. Was machst... Ah, war der Witz. Ich muss noch einen Treffer einstecken und ich bin weg. Was macht der da eigentlich mal für einen Schalter? Sucht er damit Verstärkung? Ach, du willst eine Waffe rausholen? Ach, der will... Das sagen, was muss man verhindern? Der darf da keine Waffe rausholen, sonst bin ich sofort instant. Oh Gott, ich komme gar nicht dazu, die Leute am Boden auszuschalten. So, jetzt kommt hier... Ja, und? Oh, war der... Deine Sprüche werden nicht besser, wenn du sie wiederholst. What the fuck, wie viele liegen da übereinander? Und wo gehst du jetzt hin? War es so leicht, wie es aussah? Hm, naja, es wird nicht so leicht sein, mich zu schnappen. Ich renn jetzt nicht weg. Oh nein. Warte, aber wir können das... Das war eben unfair da unten. Ist das Elektrozeugs da immer noch an? So, ah, ich habe wieder ein bisschen Leben. Schön. Wo muss ich jetzt überhaupt hin? Die Waffe liegt da. Hatte der die schon in der Hand? Oh Gott, das hätte böse ausgehen können. Warte mal, wer ist da hinten? Da kauert irgendwer. Wo sind eigentlich die ganzen Psychopathen denn? Kann ich da einfach so... Nein, das kann ich nicht. Ich werde es gar nicht erst probieren. Hier. Hier lang. Hier. Hier und wo habe ich... Was muss ich dann... Oh, diese Gebisse, die... Ah, oh, ich weiß, das sind alles Erfahrungspunkte, aber... Hey! Ich meine, wir sind schon Top-Faustkämpfer. Ich habe alles in den Faustkämpfen... Den Badrank benutze ich eh so gut wie nie. Insofern, wir haben doch alles, was wir brauchen. Insofern, ja, ein bisschen Abwehr ist halt nochmal ganz praktisch. Hat man ja eben gesehen, aber ich bin eben auch nicht gestorben. Hihi, weil ich der Größte... Oh nein. Warte mal, Sicherheitssystem. Kann ich das hier... Warte mal, wo verläuft denn das Kabel? Da kann ich das ausschalten. So, wo muss ich jetzt... Da, so. Jetzt stirb, Sicherheitssystem. So, wo geht's hier grün? Da ist ein bisschen... Ah. Ah, man muss die so drehen, dass das Ding grün wird und dann explodieren die Dinger. Okay, jetzt habe ich verstanden, wie es geht. Erst ins Gelbe und dann ins Grüne drehen mit dem anderen Analog. Tür ist verschlossen. Kann ich die irgendwie aufmachen? Nöp. Okay. Ist ein Harley irgendwie kann ich die nicht irgendwie ausmachen? Ich gehe nochmal da oben hin. Ich muss überhaupt gucken. Kann ich das Ding? Wo verläuft denn das Kabel zu dem Ding? Oder ich will erstmal diese scheiß Elektro-Dinger da unten ausmachen. Da ist irgend so eine Sicherung. Ah, okay. Ich komme ja hier durch. So, jetzt kann ich das Ding und dann... So, kann ich das Ding auch nochmal... Da war grün. Das ist einfach. Was? Warum ist das ein Patientenberuhigungssystem? Warum baut man der elektrische... Man kann an den Dingern verrecken. Sowas ist kein Beruhigungssystem. Sowas ist... Qual. Das ist böse. Sowas macht man nicht. Oh, wie wehr ich dich denn jetzt ab? Das war easy. Sind die jetzt mit dem Venom infiziert? Oh. Oh, wahnsinnig abwerfen. Ah! Oh, die sind strange. Oh, eigentlich schlägt man ja keine Leute mit solchen Anfällen. Aber ich tue das mal in die Kategorie Selbstverteidigung. Wo geht's denn hier lang? Da geht es lang. Dort geht es lang. So, durch die Tür. Oh yeah, wir werden wieder gescannt. Man könnte die Tür auch einfach aufmachen. Das kostet doch nur Zeit jetzt. Es wird abgespeichert. Und wir haben 15 Minuten auf.
15 Minuten aufgenommen. Deswegen sage ich hier jetzt einfach mal Tschüss und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin, euer Jonas. Tschö, tschö.